So welcome all of you to the Values Workshop Series Special Third Birthday Anniversary. And before we begin, just as always, spend a moment in silence and invoke the presence of the Supreme Being. Welcome all of you to this special third birthday of our. Herzlich willkommen euch allen zu dieser besonderen Ausgabe des Werte-Workshops heute. Heute haben wir sehr erfahrene Senior-Sprecher, Redner, ja, und Rednerinnen. Und vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei seid. Ihr kennt die Redner von heute. Wir fangen an mit Schwester Judy Johnson, die koordiniert die BK-Aktivitäten in Halifax. Sie hat auch Bücher geschrieben. Seit 35 bis 40 Jahren praktiziert sie Raja Yoga. Sie ist eine Unternehmensberaterin und sie berät in Führungsfragen. Dann haben wir Luciana Ben. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und eigentlich arbeitet sie überwiegend für Brahma Kumaris seit 1979. Vielen Dank auch an Luciana Ben dafür, dass sie heute wieder dabei ist. Sie hat verschiedene Projekte auch koordiniert, wie Millionen Minuten für den Frieden und so weiter oder Werte für eine bessere Welt und so weiter. Und dann haben wir noch Schwester Aruna aus dem Vereinigten Königreich, also aus England. Aus Großbritannien, um es genau zu sagen. Auch Aruna Ben ist schon knapp 40 Jahre dabei. Die Bücher von Judy Johnson fangen alle an. Von Aruna, die hat auch Bücher geschrieben. Und diese fangen alle an mit It's time, es ist höchste Zeit für dies und das. Aruna Ben hat es schon seit sie 14 ist bei Brahma Kumaris und hat dann schon begriffen, dass sie etwas Höheres mit ihrem Leben anfangen möchte. Alle drei Schwestern. Aber jetzt kommt wieder das Gedicht, das legendäre Gedicht. Ein Gedicht für alle drei. Sie sind alle sehr leicht, sie sind alle gesegnet mit einer göttlichen Sichtweise. Sie haben immer einen Kampf gegen Maya auf ihrer Reise und manchmal gibt es auch einen Schlag ins Gesicht. Einen sehr starken. Aber sie wissen immer, dass der Höchste nicht weit weg ist von ihnen. Und heute bekommt unser inneres Wesen eine Chance zu leuchten. Wir sehen die höchste Sonne durch die Wolken hindurch und wir haben die Angst vor irgendetwas.
Ja, herzlich willkommen euch dreien, allen dreien. Und das ist eine Freude für uns, dass ihr alle drei hier seid. Und ich übergebe jetzt an Schwester Claudia, die verantwortlich ist für das Center in Vancouver. Om Shanti. An Luciana Ben, herzlich willkommen aus Brasilien, ein ganz anderer Fleck auf dieser Erde. Wir freuen uns so sehr, dass wir alle drei von euch heute hier haben. Ich habe hier wieder Blumen. Hier ist ja, in Brasilien ist ja Sommer im Moment und deshalb habe ich für dich eine Sonnenblume besorgt. Die Sonnenblume bringt uns ein Lächeln und macht uns glücklich, erfreut uns. Ich glaube, die Sonnenblume ist für alle. Aber sie symbolisiert den Sommer, der insbesondere für Brasilien gilt im Moment. Ein herzliches Willkommen auch an Dr. Mehta. Möchtest du was sagen? Vielleicht bevor wir anfangen? Ja, Shanti, Glückwünsche an Manoj Bhai und an das ganze Team hier, dass ihr dieses Programm jetzt schon das dritte Jahr. Heute ist der dritte Geburtstag dieser Veranstaltung, Werteveranstaltung. Die Sprecher, die hier reden, die kennen wir auch persönlich, aber eben auch über Zoom. Alle Redner waren schon öfter hier und auch euch herzliche Glückwünsche dafür, dass ihr ein Teil dieses Programms seid. Danke, Dr. Mehta. Jetzt möchte ich Dr. Kamlesh bitten, Kamlesh Bhai, das Video zu spielen. Wir hatten immer die Redner und wir hatten immer die Hauptprogramme und eine Woche später, in der Woche dazwischen, hatten wir immer Workshop zu dem Thema. Also Bruder Kamlesh, spiel vielleicht mal jetzt das Video ab. Da können wir sehen, welche Werte wir im vergangenen Jahr so angesprochen haben hier. Ich frage mich, wie weit bin ich entfernt von dem wahren Selbst? To the original. The original. Etwas Kreatives wird dem Original zugefügt. And it's more easy to practice. If we have the right. Der Respekt verstärkt sich noch. Wir brauchen die richtige Vorstellung des Wissens und des Verstehens. That value in your life. Freiheit ist eine sehr wichtige Zutat. Wenn man das in seinem Leben hat, beschwert man sich nicht über nichts. Kooperation ist das, was das Leben überhaupt schön macht. Ohne diese Kooperation, wenn man nicht etwas beitragen kann, zu dem Ganzen, egal wie brillant und wie großartig man selber ist, man fühlt sich dann leer. Es gibt einen Teil, es gab einen Teil von mir, der so durstig war. Durstig, Durst nach dieser Erfahrung. Durst nach dieser Erfahrung der Stille und meine eigene Gesellschaft zu genießen. Wir müssen
verschiedene Dinge in unserem Leben tun, aber für mich ist eines der ersten Dinge, ist einen Ground Zero in mir zu erschaffen. Alleine schon der Gedanke, das Wort und die Handlung auf der Basis von Göttlichkeit ist wie das erste Licht des Sonnenaufgangs. Zuerst sich selbst erkennen als unvergängliche Seele und dann zu verstehen, wie der Vater ist und wer der Vater ist. Es ist sehr wichtig, das eine ist, dass man Tugenden hat und Qualitäten, aber diese Tugenden zu nutzen, um das Leben von anderen zu verbessern, das ist, worum es geht. Wahre Großzügigkeit von Herzen, das ist toll aus meiner Sicht. Vielleicht hilft Gott, aber ich kann die Hilfe vielleicht nicht empfangen. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich offen bin, dass ich ein Wertesystem habe, das sehr anspruchsvoll ist. Klarheit bedeutet, dass man den wahren Zustand von etwas erkennt, aber dass man auch gleichzeitig erkennt, was man als nächstes tun muss. Wir sind spirituell und wir übernehmen einen Lebensstil mit Leidenschaft. Wenn wir Leidenschaft haben, dann haben wir Begeisterung. Begeisterung dafür, unser Leben spirituell zu leben, aber mit Begeisterung. Immer den Wunsch zu haben, zu lernen. Der Wunsch und der Enthusiasmus zu lernen. That act. And all these little things matter when they collect inside us. Auch kleine Dinge spielen eine wichtige Rolle. Die sammeln sich in uns an, kleine gute Dinge. Manchmal müssen wir einfach zur Ruhe kommen und etwas verändern. Weiterrücken. Manchmal machen Menschen etwas Großes für ihr Land. Und immer ist es so, dass sie sich einer bestimmten Sache verschrieben haben. Und sie können Schwierigkeiten und Probleme meistern. Vielleicht auch Freiheit für ihr Land, weil sie eben sich sehr engagieren, weil sie sehr engagiert sind, mit Leidenschaft etwas tun. In der Literatur und in der Musik gibt es eine sehr spezielle Hinwendung zu dem Thema Dedication, also Widmung, wenn man sich etwas wirklich widmet, etwas mit Leidenschaft tut. Where I really recognize that lightness is an inner state of being. As I said, the sweetness virtue is not like, you can't fake it, and it's not just, okay, let me be sweet now, you can't. It has to come to this. Wir haben ja auch über Liebenswürdigkeit gesprochen. Und du kannst nicht auf Befehl liebenswert sein. Es ist etwas, was schon da ist, was von innen kommt.
Harmonie, okay. Das war eines der letzten Themen, war Harmonie und Liebenswürdigkeit. Und das ist Schwester Moira. Und die beiden, genau, die haben über Harmonie gesprochen. Also man muss seine eigene Zeit wertschätzen und Selbstrespekt haben und tun, was man tun muss. Und wenn man das tut, dann wird das eigene Leben harmonisch und spirituell. Thank you so much. It has evoked so many memories of the last year where we had so. Das hat so viele Erinnerungen an das letzte Jahr und an die verschiedenen Workshops und Vorträge wieder hochgerufen. Heute gibt es auch einen Kuchen. Und zwar, wir machen jetzt hier einen Online-Kuchen, eine Kuchenanschneidezeremonie mit Judy und Bruder Kamlesh. Danke, Manoj Bai, und Glückwünsche an alle hier, an alle. Ich sehe eure Gesichter hier vor mir. Kamlesh Bai, Claudia und guck mal die ganzen Übersetzer. Man braucht ein ganzes Dorf hier, damit dieses Programm hier funktionieren kann und damit es immer wieder so läuft. Heute ist der dritte Geburtstag dieser Veranstaltung. Ich glaube, Bruder Kamlesh hat für uns einen wunderschönen Kuchen gemacht. Erzähl mal was über den Kuchen, Kamlesh Bai. Sag mal was. Ja, das hier ist ein Kokosnusskuchen. Bei uns ist Sommer. Und dann habe ich gedacht, very fulfilling fruit itself. So I think that's what makes the cake very special for this time and for the anniversary. So it's a coconut cake with a coconut icing. So ein Kokosnuss Glasur. Okay, sollen wir erstmal den Kuchen anschneiden oder sollen wir erstmal die Kerzen anzünden? Also er sagt zuerst die Kerzen. Ja, wir haben Kerzen. Ich habe eine Kerze hier. Guck mal. Oh, danke. Okay. Und sind die Kerzen, brennen die schon alle? Ja, wir halten sie nur. Ihr müsst sie ausblasen. Eins, zwei, drei. Okay, los. Ausblasen. Okay, okay, das ist die Zoom-Methode, um Kerzen auszublasen. Okay, ihr habt bestimmt Appetit auf Kuchen jetzt, oder? Okay. Ihr könnt alle eure Hand mit eurer Hand virtuell den Kuchen mit anschneiden. Erhebt alle eure Hand und schneidet den Kuchen mit an. Om Shanti. Oh, das ist so schade, dass du den ganz alleine essen musst. Das ist aber schade, wirklich. It's white inside. It's so white. Guck mal, das Stück ist für dich. Oh, der Kuchen ist total weiß. Ganz, ganz weiß. Das ist ja schön. Ein spezielles Stück Kuchen, um dieses dreijährige Jubiläum zu feiern. Sehr schön. Danke, Kamlesh Bai. Machst du auch eine Cooking-Sendung, eine Kochsendung, Kamlesh Bai? Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, wir brauchen solche Videos für den Lighthouse-Kanal. Okay, vielen Dank an euch alle und Glückwünsche. Ich weiß, dass sehr viele jeden Samstag hier zusammenkommen und sich das hier angucken. Wie viele sind das immer, Manoj Bai?
sessions? How many? Okay, 75 Sendungen hat es bis jetzt gegeben. 75. Und ja, vielen Dank für die Einladung an uns drei, hier etwas zu sagen und auch mit euch zusammen zu feiern. So, as I look around at the faces, I'm thinking, Lucy. Also, wenn ich mir die Gesichter hier anschaue, dann denke ich, dass Aruna Ben und Luciana Ben sehr viel mit Vancouver zu tun haben. Entweder haben sie da schon Dienst gemacht oder sie haben Beziehungen dort, irgendwas. Also, Claudias Sohn lebt auch in Vancouver. Ja, herzlich willkommen auch an Aruna Ben und Luciana Ben. Ich glaube, später zünden wir noch mal Kerzen an. Jedem Team von dieser Sendung würden wir gerne eine Kerze übergeben. Luciana Ben, du kannst deine Kerze ruhig erstmal hochhalten. Und diese dem ganzen Team übergeben hier, die diese Sendung hier betreuen. Shanti, das ist so schön, mit meinen beiden lieben Schwestern hier, Aruna und Judy, zusammenzukommen. Und auch mit allen Brüdern und Schwestern dieses Werte-Team. Ich möchte euch den Wert der Kontinuität übergeben. Etwas nur manchmal zu tun, reicht nicht. Etwas immer weiter zu tun, dabei zu bleiben, das ist das, was Erfolg bringt. Und das ist auch das, was Vertrauen erzeugt bei den Zuschauern. Und bei denen, die hier jedes Wochenende mitmachen. Also mein Geschenk an euch alle ist eure Langatmigkeit, also euer Durchhaltevermögen. Om Shanti, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf, auf diesen Austausch hier. Also mein Wert, mein Lieblingswert heute ist Engagement und Widmung. Also wirklich etwas beitragen zu wollen, dienen zu wollen und bestimmte Werte zugänglich zu machen für die Öffentlichkeit. Ich finde, das ist eine tolle Idee und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auf dem Weg davon sehr profitiert. Ich glaube, da wird noch viel viel Gutes passieren hier. Und mein Wert, den ich hier wirklich euch übergeben möchte als Geschenk, ist der Wert, schnell zu sein. Schnell in dem Sinne, es geht nicht so um Geschwindigkeit, sondern es geht einfach um etwas, das fest ist. Also ihr haltet fest an Wahrheit und an den Werten und an dieser Serie. Und das meine ich, also dass ihr so wirklich so fest dabei seid, so hartnäckig im positiven Sinne. And I think because we're sort of pulling back, we're pulling perspective back and looking at the 3 years rather than a specific value. Heute schauen wir auch mal zurück auf die verschiedenen Werte, die hier Thema gewesen sind.
und nicht auf einen bestimmten Wert. Was ist überhaupt der Wert, Werte zu haben? Was ist das überhaupt wert in dieser Zeit? Was ist dieser Dienst wert, den ihr macht, der Dienst der Werte? Warum sind denn Werte heute so wichtig in der Welt? Warum? Was denkst du, Luciana, Ben? Ich denke, dass wir im Raja Yoga sehr viel über Tugenden sprechen. Ich glaube eigentlich, dass Tugenden mehr die Dekoration, der Schmuck der Seele sind. Aber Werte sind scheinbar etwas, das sich ganz tief innerhalb unserer Persönlichkeit befindet, also in den unteren Schichten. Es hat mit dem Sinn unseres Lebens zu tun. Werte sind so, so wichtig. Die Art und Weise, wie die Menschen heutzutage leben, ist so flach. So es gibt natürlich Ausnahmen, aber die Mehrheit, für die Mehrheit gilt das. Die Mehrheit der Menschen lebt kein wirklich tiefschürfendes Leben. Wenn man über Werte spricht, dann spricht man auch über den Sinn der Menschheit, die Aufgabe der Menschheit. Wenn man Gewalt sieht oder wenn man Naturkatastrophen sieht und all das, wenn man dann über Werte sprechen, dann stellt man natürlich Fragen, warum sind wir hier, was unterscheidet uns überhaupt von Tieren und von Pflanzen und was ist der Sinn der Menschheit auf diesem Planeten? Das ist die wirkliche, echte Basis für unsere Existenz hier, die Werte. Danke, Luciana Ben. Sehr, sehr schön. Um welche Werte geht es und welchen Wert haben sie in unserem Leben, Aruna? Was meinst du? Ja, wir müssen uns auf Werte konzentrieren. Ich finde, dass Werte vielschichtig sind. Es gibt einzelne Werte wie Ehrlichkeit und soziales Verhalten und so weiter. Also so ähnlich wie Luciana, Ben, sagst du auch, dass die Werte mit dem Sinn unseres Lebens zu tun haben, mit unseren Lebenszielen auch. Als ich das erste Mal mit dem Leben der Werte oder Werteleben-Programm in Kontakt kam, da habe ich auch gedacht, Tugenden haben etwas mit der Persönlichkeit der Seele zu tun. Die positiven Qualitäten der Seele sind die Tugenden. Aber wenn ich mein Leben danach richte, wenn ich die Wahl treffe, mein Leben danach auszurichten, dann wird es wie ein Lebensstil, eine ethische, ein Gesetz meines Lebens, das ich befolge. Als Raja Yoga Schüler oder Schülerin machen wir die Liste immer länger, die Liste der Tugenden und die Liste der Werte. Wir haben sie handverlesen. Wir haben die Tugenden und Werte, die für uns wichtig sind, handverlesen. Habt ihr auch das Gefühl, dass es bei euch so war? Und die Frage ist, welches ist der erste Wert, an den ihr euch erinnern könnt in diesem Leben? Und
Wie erinnert ihr euch an diesen? Wir wollen das mal ein bisschen erforschen. Ich weiß, dass ihr einige Sachen als wichtiger betrachtet als andere. Aber welches war der erste Wert, den ihr hattet in eurem Leben? Könnt ihr uns darüber was sagen? Several qualities I remembered from my childhood. I think that einige Qualitäten, an die ich mich noch erinnern kann, die in meiner Kindheit schon da waren. Der eine Wert war, dass ich sehr diszipliniert war. Vielleicht war das ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber vielleicht, ich war in einer Nonnenschule, die sehr streng war. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Aber ich denke, dass ich wirklich zu dieser Disziplin erzogen wurde als Kind. Und das hat mir sehr viel Reife beschert. Und ich finde, dass diese tiefe Reife mir in meinem spirituellen Leben auch wirklich sehr geholfen hat. Ich kann gut Entscheidungen treffen und das beinhaltet, dass ich selber davon profitieren möchte in meinem Leben und ich möchte auch, dass andere und die Welt davon profitiert. Für mich war es nie so wichtig, was ist mein Wunsch, was will ich, sondern wie kann die Welt von dem, was ich wertschätze, profitieren. Und auch Großzügigkeit ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, seitdem ich in Kontakt mit Raja Yoga gekommen bin. Großzügigkeit in jeder Hinsicht, Gedanken, Gefühle, aber auch Geld, wie man mit Geld umgeht. Also Disziplin hat mich zu Reife geführt und Reife hat mich zu Großzügigkeit geführt. Diese drei, das war so, als ob jedes davon eine Knospe war und mit den anderen dann zusammen aufgegangen ist, als Blumenstrauß oder als Bouquet. So. Gibt es einen Augenblick, den du entdeckt hast? Du hast ja jetzt darüber nachgedacht und bist darauf gekommen, dass Disziplin schon immer da war. Aber gab es einen Augenblick in deiner Kindheit, in dem dir ein Wert bewusst wurde? Ja, ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe in einer Stadt gelebt, die nicht meine Heimatstadt war. Mein Vater hat in der Stadt im Süden von Brasilien gearbeitet. Aber es gab einen Punkt, und wir mussten zurückziehen zu unserer ursprünglichen Stadt, also zu meiner Heimatstadt. Ich war da 10 oder so und ich hatte dann Abschiedsschmerzen, musste mich verabschieden von ganz vielen Freunden. Zu der Zeit gab es gerade neu Kassettenrekorder. Mein Vater nahm alle Botschaften und Erfahrungen meiner Mitschülerinnen auf. Er nahm alles auf, was sie über mich gesagt haben. Mein Vater hat sie interviewt und hat sie gefragt, was magst du an Luciana? Und er hat das aufgenommen. Und so viele haben gesagt, dass sie gut fanden, dass ich eine gute Schülerin war. So viele haben das gesagt. Und da habe ich erkannt, dass meine Disziplin oder vielleicht man kann es auch Intelligenz nennen oder was auch immer, das waren Qualitäten, die sie wertgeschätzt haben. Sie haben gesagt, wir sind gerne um sie herum, weil wir dann Dinge verstehen und gut abschneiden können in unseren Klassenarbeiten und so weiter. Einige haben gesagt, dass ich zu ernst bin.
Aber egal. Mir wurde jedenfalls klar, dass ich schon mit 10 eine große Reife hatte und viel Disziplin. Ja, das ist erstaunlich. Das Leben ist wie ein Spiegel und zeigt uns, welche Werte wir haben. Also deine Disziplin wurde bewundert und auch respektiert von deinen Mitschülern. Das ist ein Aufwachprozess im Hinblick auf dich selbst eigentlich. Und wie ist es bei dir, Aruna Ben? Gab es einen solchen Augenblick bei dir, wo du erkannt hast, welches dein Lieblingswert ist? Nee, solchen Augenblick hat es nicht gegeben, aber als ich in dieses Wissen gekommen bin bei Brahma Kumaris, da hat mein eigenes Wertesystem sehr darauf reagiert, sehr positiv und übereinstimmend mit dem, was ich da hörte. Ich war auch schon sehr reif. Ich hatte immer ältere Leute um mich herum. Ich hatte immer reife Gespräche mit anderen. Und deswegen mochte ich dieses Wissen, was ich hier gelernt habe. Und ich denke mir, Reife war das eine, aber das andere auch Verantwortung für mich selbst übernehmen zu können. Seit ich schon sehr klein war, wusste ich, ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich hatte sehr gute Eltern, ich hatte alles Gute um mich herum, aber ich wusste innerlich, dass ich diejenige bin, die sich um mich selbst kümmern muss. Ich hatte mal einen Limonadenstand gemacht, da wo wir wohnten. Ich wollte gerne Geld verdienen, ein paar Pfennige. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich verdiene jetzt was. Ich mache das jetzt, ich verkaufe jetzt Limonade. Und ich habe da so eine Art Laden gebastelt aus Ziegelstein. Und ich habe Preisschilder gemacht und so weiter. Ich habe schon in sehr jungen Jahren Verantwortung gewusst, was Verantwortung ist und wollte Verantwortung übernehmen. Das kann man auch Initiative vielleicht nennen oder kreativ. Ja, kreativ passt auch. Oder unternehmerisch könnte man vielleicht auch sagen. Heute Morgen habe ich auch überlegt, wann ich zum ersten Mal über Werte nachgedacht habe oder einen Wert erkannt habe als solchen. Also ich finde, es gibt Kindheitsereignisse, die man niemals vergisst. Die bleiben immer im Bewusstsein. Meine Mutter starb, als ich 5 war. Mein Vater war alleinerziehend und musste immer arbeiten. Also deswegen hatten wir so Pflegeleute, die sich um uns gekümmert haben. Und die waren alle sehr freundlich. Einmal hatten wir eine Frau, die hat sich um uns gekümmert. Und sie hatte Bücher über den Käfer, über das Auto, der Käfer. Die waren so modisch zu der Zeit in den 60er Jahren und sie hatte Bücher davon. Sie liebte dieses Auto und ich war, glaube ich, so ärgerlich zu der Zeit. Ich hatte so viel Zorn in mir und ich habe mir mein Fahrrad geschnappt und ich habe die ganze Seite ihres Autos, ihres Käfers, zerkratzt mit meinem Fahrrad. Sie war so sauer. Sie hat es meinem Vater erzählt, als der nach Hause kam und so weiter. Mein Vater kam und ich habe gedacht, oh Gott, das wird jetzt wirklich ein Problem. Aber mein Vater hat Augenkontakt aufgenommen mit mir. Wir waren auf einer Ebene, auf derselben Ebene. Und mein Vater umarmte mich. Und ich glaube, ich habe so geheult. Ich habe mir die Augen aus dem Kopf geweint.
Es war, zuerst dachte ich Gerechtigkeit, aber ich glaube eher, es war Mitgefühl, Mitleid, Mitgefühl oder Empathie. Ich habe dieses, das war ein sehr starker Augenblick. Es ist auch interessant, wie das Karma funktioniert. Mein erstes Auto war Anfang 20 ein Toyota. Ich habe das Auto an der Ostküste von Kanada geparkt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich habe das Auto völlig zerkratzt vorgefunden. Jemand hat mit einem Schlüssel mein ganzes Auto zerkratzt. Also mein Wert, mein wichtigster Wert war so eben dieses Mitgefühl oder dieses Empathie. Und was denkst du mit Verständnis? Was denkst du im Hinblick auf Verständnis? Ja, ich glaube auch Verständnis spielte eine große Rolle. Er hatte Verständnis für mich. Ich hatte aber Strafe erwartet. Ich hatte Strafe erwartet. Und es ist sowas natürlich umso verblüffender. Als das bei deinem Toyota-Auto stattfand, hast du das sofort in Verbindung gebracht mit dem, was du mal gemacht hattest? Nein, das war heute Morgen, als ich an diese Geschichte gedacht habe. So viele Jahre später. Früher habe ich nie 2 und 2 zusammengezählt, bis heute Morgen, als ich mich an diese Geschichte erinnert habe. Das ist doch faszinierend, oder? Wow. Also diese Geschichten aus der Kindheit. Luciana, du hast auch gesagt, dass deine Werte während deines ganzen Lebens bis heute so geblieben sind. Und wie war das bei dir, Aruna? Was sind die Werte, nach denen du heute lebst? Wie lebst du das praktisch, deine Werte? Vielleicht du, Luciana, hast du noch andere Werte hinzugefügt zu dieser Verantwortung und Großzügigkeit und so weiter? Und dann, ja, wie lebst du sie? Ich war 23, als ich mit Raja Yoga anfing. Ich hatte gerade die Universität besucht. Ich war gerade fertig und Bruder kennengelernt. Und er hat gesagt, wenn du hier mitmachst, dann bleibe ich hier. Und wenn du das nicht tust, dann gehe ich zurück nach Australien. Das hat Ken gesagt, der Brasilien leitet bis heute und Südamerika. Also es gab 2 Werte, also das Gefühl der Verantwortung. Das ist auch ein Wert, hat auch mit Reife zu tun, mit Disziplin, dieses Verantwortungsgefühl. Aber ein neuer Wert, der dazu kam, war Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist mir so extrem wichtig. Ich war ja sehr unerfahren und sehr jung, als ich hiermit angefangen habe. Ich kam von meiner Lockig-Familie, von meiner körperlichen Familie. Ich lebte bei meiner Mutter davor und bin sofort in ein Brahma Kumaris Center gezogen. Einen Monat, nachdem ich mit Raja Yoga in Verbindung kam. Alles war neu. Und es gab doch auch emotionale Prozesse und all das. Ich habe viele Fehler gemacht. Viele Fehler. Oh Gott, ja. Viele Fehler. Und ich habe so oft versagt. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich irgendwie versagt habe, dann bin ich zu Daddy Junkie gegangen. Und ich glaube, dass das war, was mir so eine Art von Ehrlichkeit anerzogen hat. Aufrichtigkeit. Also, ich hatte einmal einen sehr schlimmen Fehler gemacht in meinem spirituellen Leben und ich habe das berichtet.
in Madhuban, in unserem Hauptcenter. Ich habe es Dadi Junkie gesagt. Und ich habe zu ihr gesagt, kannst du das bitte Baba sagen, wenn er nächstes Mal kommt? Baba kam damals in die Meditationshalle. Und unsere Älteren, die Seniors, saßen an der Seite der Meditationshalle. Und ich war dran, ich hatte mein Treffen mit Baba durch das Medium und ich saß vor ihm und er sprach mit mir, meinen persönlichen Segen gab er mir. Und ich rief Dadi Junkie und bat sie, ihm zu erzählen, was passiert war. Und Baba sagte, sie braucht nicht kommen, Baba weiß schon Bescheid. Baba weiß. Du hast eine sehr helle Zukunft. Dieses Thema ist nicht unwichtig. Das war die wichtigste Erfahrung, die ich hatte, der Vergebung. Und wo ich gelernt habe, dass Ehrlichkeit wirklich gut ist im Leben. Dass es sehr gut ist, ehrlich zu sein. Und dass es das wirklich wert ist, wert ist, an Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu arbeiten. Sehr schön ist das. Also diese Ehrlichkeit hat dich ja auch geschützt irgendwo. Also diese ganze Szene beweist ja, dass deine Ehrlichkeit ja auch ein Schutz für dich war. Und Aruna, wie ist es bei dir? Welche Werte spielen eine wichtige Rolle jetzt in deinem Leben? Luciana, das kann ja auch sein, dass da noch mehr dazu kommt. Also ich denke mal, du hast jetzt eine Hausaufgabe mit dem Thema Ehrlichkeit. Aber du hast dir das auch ausgesucht. Und du, Aruna, jetzt bist du ja erwachsen. Es gibt ja einmal die Kindheitswerte, aber jetzt bist du erwachsen. Gibt es ganz spezielle Werte, die du dir ausgewählt hast für dein erwachsenes Leben? Und wenn ja, wie zeigen sich diese? Für mich ist es auch Ehrlichkeit. Und zwar in der Hinsicht, dass wenn ich irgendwelche Maya habe, irgendwelche Probleme im Kopf, dann war ich immer ehrlich. Ich habe das auch immer den Dadis erzählt, Dadi Junkie und auch anderen. Und sie haben mir Ratschläge gegeben, die ich nicht immer gut fand. Aber irgendwie wusste ich immer, dass die doch gut sind, die Ratschläge. Also ich finde, Ehrlichkeit ist die allerbeste, ist wirklich das allerbeste. Das andere, die andere Qualität ist Treue. Ich mag Treue. Treue Menschen gegenüber, klar, das ist das eine, aber meine Treue gilt in erster Linie Gott. Das ist etwas, denke ich, was ich niemals verraten würde. Also Treue ist etwas so Wichtiges, das würde ich niemals aufgeben oder abgeben oder mir nehmen lassen. Für mich ist das wirklich ein Wert und nicht eine Tugend. Das ist die Art und Weise, wie man sein Leben leben möchte, also was man sich dafür wählt. Also Ehrlichkeit und Treue. Darf ich noch was sagen? Dann wird es vielleicht hier eine Unterhaltung. Ich habe etwas festgestellt, beobachtet. Das Erste ist, dass viele der Werte ähnlich sind von uns allen. Also wir haben ähnliche Werte. Weißt du, auch für mich ist Treue sehr wichtig.
all of us are Scorpions. And Scorpion, wir Scorpion. Haben alle das gleiche Sternzeichen, wir sind alle Skorpione. Und Skorpione lieben Treue und finden Treue sehr wichtig. Und auch Ehrlichkeit. Das ist typisch für Skorpione. Wir sind alle drei Skorpione. Und habe ich gerade festgestellt, wir haben alle bald Geburtstag. Wie interessant, oder? Wir haben ja gerade Geburtstagskuchen gegessen. Und bald haben wir alle Geburtstag. Also für mich auch. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit gilt auch für mich. Treue, also Treue jetzt nicht so. Also vielleicht der Wahrheit treu, der Wahrheit gegenüber treu. Genuinely want to understand someone else's view. I might not agree with it, but also, I'm genuinely interested. Respekt in dem Sinne, dass ich das respektiere, was andere Leute denken und fühlen. Naja, du hast ja vorher über die Kindheit gesprochen. Ein starkes Verantwortungsgefühl ist auch etwas, was etwas weiterbringt. Aber man kann es auch übertreiben. Ein Segen kann dann sozusagen auch ein Fluch werden. Das heißt, wir dürfen auch lernen, das unter Kontrolle zu bringen, so dass es für uns arbeitet und nicht gegen uns. Es hat auch Phasen in meinem Leben gegeben, wo dieses Gefühl, Verantwortung übernommen zu haben, wo das gegen mich arbeitet. Und ich musste dann stoppen und ich musste einfach mal gucken, wie geht es jetzt weiter. Also wir müssen auch die Mitte betrachten. Wir haben jetzt die Kindheit betrachtet und wir haben auch die jetzige Zeit betrachtet, aber was war dazwischen? Das spielt ja auch eine Rolle. Für mich ist auch die Frage, welche Werte brauche ich eigentlich in mir? Vielleicht als Ausgleich. Vielleicht hat das mit dem zu tun, was du sagst. Können wir Werte vielleicht selber entwickeln und weiterentwickeln? Und ich denke, ja. Ich denke, die Antwort ist ja, weil wir sind alle Schüler. Wir sind Raja-Yoga-Schüler. Und diese Werte kann man polieren. Die können mehr glänzen. Manche Werte kennen wir gar nicht, die wir haben. Die Frage ist, wie entwickeln wir diese Werte? Werte können uns auf jeden Fall definieren. Aber kann es auch zu weit gehen? Anthony Strano hat oft über ein Gleichgewicht der Werte gesprochen, so dass kein die Hauptrolle spielt. Ist es bei dir, Luciana? Woran arbeitest du jetzt gerade zur Zeit? Also, I think that one way of developing whatever you realize that it's important in your life and maybe it's missing, it's to give attention to that, to go into the. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, dass einem etwas fehlt, entweder im Bereich des Studiums oder ein Wert und so weiter, wenn man das Gefühl hat, dass einem etwas fehlt, dann ist es wichtig, dass wir Aufmerksamkeit darauf richten und uns damit beschäftigen. Manchmal brauchen wir Menschen, die diese Qualität haben.
Wir brauchen solche Menschen, die mit dieser Qualität um uns herum. Oder wir müssen einfach uns darauf konzentrieren und dem Ganzen Aufmerksamkeit geben. And I was always very accurate and organized. And of course, the ich kann mich erinnern, ich war mal in Cancun, Mexiko, und da ging es um das Klima. Da war eine Konferenz. Wir haben auch Sightseeing gemacht. Da. Wir haben uns eine Maya-Stätte angesehen, der Maya. Und wir wollten dahin fahren und wir waren schon im Auto und im Auto ist mir eingefallen, dass ich meinen Reisepass nicht dabei hatte, den wir aber brauchten. Also mussten wir zurückfahren. Sonja, die auch da war, aus Dänemark, sie hat geklatscht. Und sie hat gesagt, das ist so gut, dass du was vergessen hast. Es ist so gut, dass wir jetzt zurückfahren müssen und das holen müssen. Weil jetzt denke ich endlich, du bist normal. Du bist so wie wir. Vielleicht war die Perfektion zu viel. Ich brauche vielleicht mehr Leichtigkeit in meinem Leben. This lightness is something that I have been cultivating. And I've been even entertaining some thoughts in my life, in my head, how to create more of this lightness. And I'll let you know. Ich brauche, glaube ich, mehr Leichtigkeit. Das habe ich so danach gedacht, nach diesem Vorfall. Habe ich gedacht, ich brauche einfach mehr Leichtigkeit und insofern kann ich sagen, dass Leichtigkeit etwas ist, was ich gerne mehr hätte, wovon ich gerne mehr hätte. Und wie ist es bei dir? Hast du da mehr Aufmerksamkeit jetzt drauf gerichtet? Das ist auch Demut, ne? Dieses weicher werden und nicht mehr so starr zu sein und zu sagen, oh, vielleicht brauche ich das und vielleicht ist es das und weiter. Hast du in deinen eigenen Anstrengungen mehr Leichtigkeit feststellen können? Ja, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe Zeichen gesehen. Ich habe zum Beispiel Akzeptanz, da ist mehr Akzeptanz, Situationen zu akzeptieren, Menschen zu akzeptieren. Und ich habe ein Mantra für mich selbst kreiert. Alles ist perfekt, jeder ist perfekt, alles ist genauso, wie es sein muss. Und ich kann auch nichts verändern. Ich kann auch niemanden verändern. Das heißt, dieses Mantra, kann man sagen, ist sehr präsent in meinem Kopf. Und ich versuche, das auch in mir umzusetzen. Ich habe Situationen erlebt, wo ich wirklich gut loslassen konnte, wo ich nicht so viel kontrollieren wollte. Noch nicht immer und noch nicht perfekt, aber ich merke, ich bin auf dem Weg dahin. Ja, Glückwünsche, ne, für diesen Wert und auch für die Bemühungen, die du da an den Tag legst. Ich denke, dass solche Veränderungen zuerst sehr subtil anfangen und manchmal hat man auch starke Werte schon lange, seit langer Zeit, aber es dauert halt einfach. Das ist ein Prozess. Also Glückwünsche für diesen Prozess, in dem du bist. Und wie ist es bei dir, Aruna? Wie war denn die Frage überhaupt, sagt sie. Ich denke, können wir Werte entwickeln? Und wenn ja, welches ist der Wert, an dem du gerade arbeitest, welchen du entwickelst? Okay, kapiert. Ich finde diesen Punkt
Anstrengungen zu machen für etwas, das finde ich super. Ich mag das. Ich mag immer gerne wissen, wie etwas funktioniert und wie etwas läuft. Ich habe auch gelernt, dass es immer mehrere Wege gibt und nicht nur einen. Ich fange so an, weil ich sagen möchte, wir sind auf einem Pfad zur Perfektion, zur Vollkommenheit. Und das ist kein einfacher Weg. Wir müssen ständig unsere Ansprüche weiter heben. Unsere Messlatte müssen wir immer höher setzen. Und deshalb ändert sich auch immer das, auf das wir uns konzentrieren. Unser Ansatz ändert sich, weil wir die Messlatte höher hängen. Und also, wie können wir Werte entwickeln? Wir müssen offen sein, wir müssen demütig sein, wir dürfen nicht aufgeben. Ich kann da auch mehrere Geschichten erzählen. Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, also ich war am Anfang in London, dann bin ich nach Vancouver gegangen. Und wenn ich zurückblicke, dann war das immer so, dass Daddy Junkie mich irgendwo hingeschoben hat, auch in die Türkei. Als ich in Vancouver sein wollte, hat sie mich in die Türkei geschickt. Als ich in der Türkei sein wollte, hat sie mich nach Bahrain geschickt und dann nach Kuwait. Sie hat mich immer irgendwo hingeschickt, aber nicht dahin, wo ich hin wollte. Aber sie hat an mich geglaubt. Und ich glaube, dass ich vieles nicht erreicht hätte, wenn ich nicht sie gehabt hätte, die immer an mich geglaubt hat. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man ein Vorbild hat und jemanden, der an einen glaubt, auch. Und auf diese Art und Weise verbessert man sich. Vertrauen ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Qualität. An den Orten, wo ich gelebt habe, wenn ich den Leuten vertraut habe, mit denen ich zusammengelebt habe, dann, also wenn man anderen Leuten vertraut, dann gibt man ihnen die Möglichkeit zu wachsen. Unterstützung und Vertrauen. Und deine eigenen Werte entwickeln. Jemand anders hat echt an dich geglaubt, das ist toll. Aber wie machst du das? Wie entwickelst du Werte? Grundsätzlich ist es Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Also etwas immer wieder zu wiederholen. To really just remind yourself, zum Beispiel unsere Morgenmeditation, dass wir wirklich morgens uns daran erinnern, warum wir das tun und was wir wollen. Also der Scheinwerfer ist auf mich gerichtet. Ich muss mich verändern und ich muss einen bestimmten Wert verkörpern und nicht von anderen erwarten, dass sie zuerst diesen Wert verkörpern. Das habe ich begriffen für mich so. Ja, ich bin da ganz bei dir irgendwie. Wir haben viele Gemeinsamkeiten in unserem Denken. Niemand in meiner Welt, den ich kenne, ist pünktlich. Ich schon. Ich bin immer 5 Minuten vor der Zeit da. Aber sonst kenne ich nur Leute, die immer zu spät kommen. Was für ein Geschenk für mich, dass ich umgeben bin von Menschen, die nie pünktlich sind und wo Pünktlichkeit für mich so ein großer Wert ist. Also so viele Jahre, wo ich verärgert war, wirklich verärgert und wütend. Vielleicht hat das auch meinen Selbstrespekt angegriffen sogar. Also
das Thema hat mich immer zwar irgendwie hat mich das frustriert. Es hat mich verstimmt. Und das Mantra, was du erwähnt hast, also wiederholen, 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 das finde ich toll. Also ich habe mich auch auf diese Art und Weise irgendwie gezwungen, mehr großzügig zu sein in solchen Augenblicken. Eher großzügig als verärgert. Aber der Punkt, irgendwann habe ich gesagt, ich werde nicht mehr auf irgendwen oder irgendwas warten. Wenn jemand zu spät kam, dann habe ich nicht mehr gedacht, ich warte, sondern ich habe mir immer gesagt, ich warte auf niemanden und auf nichts. Ich tue jetzt genau das, was ich tun möchte. Ich habe also eine Veränderung in meinem Bewusstsein herbeigeführt. Nein, ich warte nicht. Ich warte nicht, wenn jemand nicht kommt. Dieses Warten, das hat sich so passiv angefühlt und das hat mich verstimmt, jedes Mal, um es milde auszudrücken. Ich habe stattdessen, anstatt zu denken, dass ich jetzt warte und meine Zeit verschwende, habe ich einfach gesagt, ich habe jetzt Zeit, mich mit irgendetwas zu beschäftigen, was wichtig ist. Also ich habe einfach dann was gemacht. Und wenn dann die Leute gekommen sind, dann sind sie eben gekommen zu der Zeit. Das hat mich also nicht gekostet. Das hat mir nicht mehr geschadet. Also ich bin auch sehr ungeduldig, Judy. Aber mein Mantra ist, möchte ich diese Art von Schlacht führen? Möchte ich diese Schlacht jetzt führen, die ich jetzt gerade führe? Möchte ich das? Das hat diese Erkenntnis hat auch mir geholfen, meine Energien in den Griff zu kriegen. Kontrollieren. Denkst du was, Luciana? Hast du irgendwelche Gedanken dazu? Schon, ja. Ich finde, ihr habt beide schöne Sachen gesagt. Ich denke, der Grund dafür, dass wir schon so viele Jahrzehnte hier dabei sind, der Grund ist, wir haben diese Offenheit für Veränderung. Wir haben die Offenheit zu experimentieren. Wir haben nicht aufgegeben. Wir sind immer noch auf dem Weg. Wir sind immer noch in diesem Prozess der Transformation. Finding new ways to be able to continue in our transformation in this path. And I think that this schön, dass wir auch immer neue Ansätze für unsere Transformation entdecken und für den Prozess. Wir haben uns diesen Weg ja ausgesucht. Es gibt die Option des Aufgebens für uns nicht. Die Frage ist, wie können wir uns verbessern? Wie können wir Dinge erreichen? Wie können wir uns selbst transformieren? Ich denke, dass das viel mit dem zu tun hat, was wir vorher gesagt haben. Dieser Punkt, über den wir gesprochen haben, Reife. Reife ist etwas, was man braucht, um sich zu transformieren und nicht aufzugeben. Dass man nicht so kindlich wird und sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit. Ich spiele nicht mehr, ich mache nicht mehr mit. Das sind kindliche Verhaltensmuster und Spiele. Und das machen wir nicht, sowas.
Ja, das ist schön, echt schön. Dieses Team hier hat 3 Jahre lang alle 2 Wochen einen neuen Wert hier behandelt als Thema. Es ist für mich so ein bisschen wirklich sehr überwältigend. Aber es ist im Grunde so, wenn man sich auf einen Wert konzentriert, dann öffnet das die Tür für ganz viele andere Werte auch. Also es ist gar nicht so eine Überforderung, sondern es ist ein Prozess. Wir sind ja, wer wir sind. It's not overwhelming to try and have all of them, because somehow all of them show up. Es ist gar nicht zu viel, alle haben zu wollen, alle Werte, denn irgendwie kommen alle, wenn wir uns auf einen oder einige wenige Werte konzentrieren, dann kommen die anderen auch alle. Ja. Verschiedene Redner hier haben auf ihre eigene Art und Weise über denselben Wert gesprochen. Und es gab auch immer einen Workshop ein Wochenende später. Also es war immer, waren immer verschiedene Ebenen, verschiedene Standpunkte und Sichtweisen. Maturity in terms of spiritual life, but also with their way, like I like to. Jeder macht das mit seiner eigenen Lebenserfahrung. Und nach seinen eigenen Prioritäten. Und das hat auch eine Schönheit, dass jeder seinen eigenen Duft hinterlässt. Und die Werte und Tugenden lebt auf die eigene Art und Weise. Yes, so well, I think we should have access to them, but yeah, I feel like ich finde, wir sollten Zugang haben zu allen Werten. Aber wir sind alle unterschiedlich. Wir sind jeder ist anders. Und ich finde das auch richtig. Guck mal, wir alle leben ja auch in unterschiedlichen Situationen und wir brauchen auch verschiedene Kräfte und Werte und Tugenden. Unser Leben und der Lauf der Dinge zwingt uns ja auch zu bestimmten Werten. Also deshalb ist es wichtig, denke ich, dass wir experimentieren und dass wir Sachen ausprobieren, gemäß unseres eigenen Bedarfs. Also ich fühle mich nicht überfordert, aber schon gefordert, aber nicht überfordert. Ich habe das Signal erhalten, dass wir so langsam zum Ende kommen können jetzt hier. Wir können ja auch alle einen abschließenden Kommentar von uns geben. Oder möchtest du das zusammenfassen hier? Nee, mach das ruhig. Macht so, wie ihr das möchtet. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass jeder von uns im Zusammenhang mit dem 3-jährigen Jubiläum dieser Serie eine eigene abschließende Aussage trifft. Ich kann anfangen. Ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir im Hinterstübchen behalten, dass es wichtig ist, sich auf bestimmte Werte zu konzentrieren, die Werte,
die werten unser Leben auch auf. Die verschönern unser Leben und sie geben unserem Leben einen bestimmten Duft, eine bestimmte Farbe. Deswegen lohnt sich das. Ich glaube, ich möchte bestätigen, dass Werte die Zutaten unseres Charakters sind, die Bestandteile unseres Charakters. Sie bestimmen, wie wir handeln, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen und so weiter. Und ich möchte noch ein Wort dazu fügen, und das ist die Priorität. Wenn Menschen der Anwendung dieser Qualitäten in ihrem Leben mehr Priorität geben würden, dann wäre die Welt so viel besser. Werte sollten eine absolute Priorität werden in unserem Ausbildungssystem, im medizinischen System, in allen Systemen. Ich denke, das ist wichtig. Sehr wahr. Also ich würde sagen, dass ich mich selbst wertschätze und dass ich meine Werte wertschätze. Und ich glaube, dass meine Werte sich verstärken und vergrößern, wenn ich sie lebe. Wenn ich sie lebe. Das ist meine abschließende Aussage. Vielen Dank an euch. Das hat Spaß gemacht mit euch. Und es war so locker, als ob wir alle hier mit einer Tasse Tee uns unterhalten. Das war sehr wertvoll, fand ich. Okay, und Glückwünsche an das Team hier zu eurem dritten Jahrestag. Ja, danke schön. Das war ein erstaunlicher Dialog, eine erstaunliche Unterhaltung. Was ist der Sinn unseres Lebens? Und so weiter. Okay. Luciana und Aruna haben ja auch gesagt, wir sollten eigentlich Zugang zu allen Werten haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir sie umsetzen und dass wir sie leben. Es gibt jetzt noch eine Danksagung und danach noch eine Meditation. Ich finde, das war eine sehr unterhaltsame, also eine sehr unterhaltsame Sitzung. Und ja, vielen Dank, dass ihr das uns so verdeutlicht habt. Seed was lying right from the childhood. I think this is true for all of us. I used to like the truth, Satya. Ich glaube, das gilt für uns alle. Das mit der Wahrheit. My experiments with truth of Mahatma Gandhi, and that became a. Mahatma Gandhi war auch so sehr für die Wahrheit, dass ich glaube, man kann sein Leben in dem Maße genießen. Indem man Werte lebt. I like the voice, the resonant voice of Sister Luciana. It is literally echoing. It's so beautiful. Thank you, Sister Luciana. And ich fand auch die Weisheit von dem, was Schwester Luciana gesagt hat, das fand ich auch sehr ansprechend. Da war so viel Weisheit. Vielen Dank. Na, es war eine Freude für mich. Und ich hatte die Freude, dass ihr alle hier wart. Alle, ihr wart alle hier.
Judy war mal hier. Du warst hier. Really my pleasure to be close to all of you. Aruna war hier. Und insofern freue ich mich sehr, hier mit euch heute zusammen zu sein. Vielen Dank an euch alle. All of you, all the speakers, the ones who are here translating, the team behind the scenes. Also dieses Jubiläum heute, das könnten wir nicht feiern, wenn ihr nicht alle hier wärt. Alle, die hier irgendwie mithelfen. Wir haben auch so viel gelernt in den letzten 3 Jahren. Also on a Sunday after that value, we reveal that value that was spoken by the speakers. So also, wir wiederholen auch immer hier im Center den Wert, der gerade dran war beim letzten Mal. Also insofern ist das wirklich so positiv. Wir überlegen dann hier aber gemeinsam, wie wir diesen Wert, was wir davon lernen können von dem Vortrag über einen bestimmten Wert und so weiter. Und ich habe das auch sehr interessiert verfolgt, dass Luciana gesagt hat, dass sie sehr direkt Dinge ausspricht. Much creativity. That's I always recognize her. And Judy, you are so beautiful, so nice. We are so close friends. So there is no gap between the East and West of Canada because we are together. So thank you very much to all. Es gibt keinen großen Abstand zwischen dem Osten und dem Westen von Kanada. Also Claudia ist ja in Vancouver im Westen. Und Judy ist im Osten in Halifax und sie sagt, der Abstand ist im Grunde gar nicht groß, weil wir uns so nahe sind. Ja, wir haben den Segen von Baba von oben und jeder hier bekommt so viele Segen, auch die Übersetzer und hier anderen, die hier irgendwas machen. Es gibt noch ein paar Ansagen hier. Episode, which we are celebrating today. And as always, we are on the 76th episode. Es gibt die nächste Folge, ist die Nummer 76. Das ist mit Golo oder Golo. Victorious jewel, I must say, in the Brahma Kumaris in India particularly. And as we move further, we all of you know that we do the episode in the first weekend. The next is the workshop. Followed by that, at the month end, we try to top it up. Dazwischen ist noch ein Workshop. So we were supposed to do last weekend, but everyone was busy with many other things. So we are doing it. Nee, der Workshop über das Thema Sieg ist am 5. November und der Vortrag dazu von Golo ist am 4. November. Supposed to happen before this workshop, but as all of you know, our very dear Nirmala Didi, Dr. Nirmala Didi, left the body, so we really were not in a mood to celebrate a birthday. Dr. Nirmala hat den Körper verlassen, sonst wäre diese Feier schon früher gewesen, aber wir waren nicht in der Stimmung zu feiern. Very respected Sudesh Didi and also Santosh Didi. And both of them have consented for Sunday, 5th November. Mind well, the clocks will be changing for UK from tomorrow. Vergesst auch nicht, eure Uhren umzustellen. Morgen ist die Zeitumstellung. Genau, eine Stunde zurück. For the West Coast, the time is 7 a.m. and 5 p.m. for Russia. So we'll be sending you the invitation soon. But hang on, it's for this, the next weekend we have 3 things coming up, the silence retreat and the episode anniversary and also the workshop on victory. So with this, I'll just stop sharing the screen. I won't do any other announcements for the lack of time today. And let's
all of you, please, if I can request you all to switch on your video cameras. This is a memorable. And my sister can take that. And let me know when done. I think if still some people have not switched on their video, kindly do so. Today's special with such special guests. But yeah, I got whoever have switched on. Thank you so much. Thank you so much. So I think we'll spend the next 4-5 minutes in silence, and we'll take history from all three of you. Is that okay? Fine. And I'll play some soft music in the background. Shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light, I shine so bright, I illuminate the darkness. There are times when I forget that spirit lives inside of. Source of love in my heart, I am free, and I am a light. I shine so bright, I illuminate the darkness. I am a light. I shine so bright, I illuminate. So bright, you illuminate the darkness. You.
So thank you so much. And I would really want to also acknowledge all our participants who really join us all the time for all the episodes and the workshops as well. It wouldn't be possible without the participation of all of you participants. Thank you so much. Thank you all of you for your time. Thank you. Shanti. Thank you, everyone. Thank you. See you again in this journey. Thank you.